Jetzt zeige ich euch ein Stück, was mich ganz unbändig freut. Immer wenn ich im Schloss Hohenschwangau war, dann habe ich persönliche Teller vom Ludwig bewundert, die er speziell hat malen lassen. Und ich habe immer gedacht, na, sowas wird man sicher niemals finden. Und dann ist tatsächlich dieser Teller mal aufgetaucht. Vielleicht ist er auch gestohlen worden irgendwann in Hohenschwangau. Wie gesagt, das ist nach Motiven, die der Ludwig speziell ausgewählt hat, gemalt worden. Ist nur ein einmaliges Stück und zeigt jetzt hier eben das Schweizerhaus auf der Bleckenau. Das ist hinter dem Schloss Neuschwanstein. Und dort ist die Familie sehr regelmäßig hingeritten oder hingewandert oder mit der Kutsche hingefahren, um dort Picknicks zu halten. Und ich will euch dann noch ein paar Zeilen vorlesen aus den Briefen von dem Flügeladjutanten Sauer, der eben auch die Bleckenau beschrieben hat und was für eine Bewandtnis das mit sich hat. Der Flügeladjutant Karl von Sauer hat an seine Frau Clara geschrieben am 29. August 1964. Du weißt, glaube ich, noch gar nicht, was das Schweizer Haus eigentlich für ein Tier ist und muss ich nun schon noch einmal zu erzählen anfangen, um dir das noch zu sagen. Das Schweizer Haus ist eine einfache Holzhütte im Schweizer Stile, sehr nett eingerichtet, prachtvoll gelegen, in welchem sich vollständig für 18 Personen Service befinden für Kaffee, Tee, Diner und Souper, aber alles geschenkt als Eigentum der Königin. Die Tischtücher und Servietten sind aus von Königin und ihren Damen selbst gesponnener Leinwand. Jeder, wer sonst der Königin näher steht, zum Beispiel wir, schenkt ihr irgendwas fürs Schweizer Haus. Ich glaube, wir Herren werden heuer zum Namenstag von Marie Biergläser, woran es noch mangelt, verehren. In diesem Schweizer Hause machen immer nur die Königin und ihre Damen die Honneurs, servieren und spülen auch wieder ab, was immerhin zur möglichsten Ökonomie derselben treibt, wenn man galant sein will. Du kannst dir denken, dass dieses Häuschen das Bijou der Königin ist.